Ich glaube, das wird das höchste Gebäude, das wir jemals gebaut haben. Ja, es gibt nichts Höheres als Hochhäuser. Bob sagt, es wird 10-mal höher als ich, wenn ich mich ganz ausstrecke. So hoch komme ich nie. Wow. Also, Team, machen wir uns an die Arbeit und graben das Fundament für das Hochhaus aus. Wir graben jetzt ein ganz tiefes Loch, so tief wie 3 übereinander gestapelte Schulbusse. Und wo stehen denn die Busse? Anstatt richtiger Busse setzen wir mein Lasermessgerät ein. Das zeigt uns die genaue Tiefe an. Seht mal, Buggy ist genau 5,63 Meter von mir entfernt. Toll! Wie weit ist das denn? Das ist genau ein halber Schulbus lang. Und dieser leere Teebecher ist exakt 9 Zentimeter tief. Augenblick, Bürgermeisterin Baugroß ruft an. Da muss ich rangehen. Es macht Spaß, neue Löcher auszugraben. Alles ist neu und frisch und wartet auf Buggy. Und ich kann es kaum abwarten, endlich darin zu buddeln. Keine Maschine hier gräbt schneller und tiefer als ich. Hey, ich wette, ich schaffe die Erde schneller weg, als du graben kannst. Das werden wir ja sehen. Hey, meine Freunde, könnt ihr mich abladen? Na klar! Endlich! Spart euch eure Kräfte auf und wartet auf Bobs Zeichen. Oh! Klar, das können wir natürlich versuchen. Hallo, Frau Bürgermeisterin. Oh, hallo, Wendy. Ich habe eben zu Bob gesagt, wir können es uns nicht leisten, Zeit zu verlieren. Ich will das Hochhaus so schnell wie möglich sehen, ja? Das geht nicht so schnell bei einem Hochhaus, Frau Baugroß. Wir müssen tief graben, bevor wir nach oben bauen können. Ja, schön. Dann legt los. Worauf wartet ihr? Bis dann. Jetzt hält uns die Bürgermeisterin beim Graben auf. Nur um uns zu sagen, wir sollen schneller graben? Hast du gehört, Buddel? Das war eine klare Ansage von der Bürgermeisterin. Lass uns graben! Lass uns sehen, wer schneller ist. Jeder ruft jetzt laut, schlag ein, jeder klatscht im Takt. Die besten Freunde helfen gern, wir geben, was wir können. Wir sind ein Team, 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 Team. Jeder ruft ganz laut, schlag ein. Okay, Team, gute Arbeit. Sehen wir mal nach, ob die Tiefe stimmt. Schon wieder? Ja, Frau Bürgermeisterin, wir graben. Okay, eine kurze Pause für alle. Oh, wir haben doch eben erst angefangen. Warum brauchen Menschen ständig Pausen? Wir Maschinen brauchen sowas doch auch nicht. Juhu! Wow! Was machst du denn da? Du störst mich in der Pause. Was, Pause? Die Erde muss weg. Es gibt immer einen Grund, wenn wir eine Pause machen. Oh, du hast recht. Eigentlich müsste ich kurz weg, um Buggy aufzuhalten. Denkst du, Buggy gräbt weiter? Ja, und zwar schneller denn je. Buggy, du kannst jetzt mit dem Graben aufhören. Ich gebe auf, du hast gewonnen. Ha, netter Versuch. Darauf falle ich doch nicht rein. Du willst doch nur, dass ich aufhöre, damit du gewinnst. Nein, mir ist es egal, auch wenn ich die Wette verliere. Ich geb nicht auf. Oh. Oh je. Ich warte seit Ewigkeiten darauf, dass die Bauarbeiten beginnen. Das kann ich verstehen. Das sind wichtige Zeiten für Hochhaus. Bob. Ich weiß, dass so ein Hochhaus nicht in einer Stunde gebaut Ich glaube, ihr müsst euch das ansehen. Buggy ist da auf etwas gestoßen. Wendy? Das ist viel zu tief, Buggy. Ich hab doch gesagt, so tief wie 3 Schulbusse, schon vergessen. In dem Loch kann man eine ganze Busflotte unterbringen. Tja, mal sehen, auf was du gestoßen bist.
Das sieht aus wie ein Stück Mauer. Ich glaube, wir sollten das Loch wieder auffüllen. Warte, Buddel. Wenn man etwas beim Graben findet, was da nicht hingehört, muss man die Arbeit sofort stoppen. Ich kann es nicht mit Sicherheit sagen, aber diese Mauer könnte sehr alt sein und außergewöhnlich. Ich rufe jetzt gleich Joscha Kahn an, den Archäologen. Den Archi wie was? Den Archäologen. Das sind Leute, die uns viel über die alten Zeiten erzählen können, weil sie Sachen gefunden haben, die seit Hunderten von Jahren vergraben waren. Oh. Das sind Fachleute, die alte Sachen ausgraben. Ich hab gedacht, das bin ich. Ich glaube, du hast für heute genug ausgegraben, Buggy. Ja, da gibt es keinen Zweifel. Dies ist wirklich eine der spannendsten Entdeckungen seit Jahren. Das ist außergewöhnlich. Schlechte Neuigkeiten. Hier unter der Erde liegen Überreste einer Mauer aus der Römerzeit. Von einer Festung oder einem Haus vielleicht. Oh, Römer. Was ist das? Die alten Römer lebten hier vor ungefähr 2000 Jahren. Sie waren großartige Baumeister. Oh, genau wie wir. Da wir von Bauen reden, Professor Kahn, was meinen Sie, wann können wir weiterarbeiten? Tja, schwer zu sagen. Ich schätze mal etwa in einem Monat. Ein Monat? Das ist ewig. Ich hab das an einem Morgen geschafft. Ja, ja, aber im Vergleich zu dir graben wir sehr langsam und vorsichtig. Kein Wunder, dass es bei euch so lange dauert mit diesen weichen kleinen Bürstchen. Tja, sieht so aus, als müssten wir die Arbeiten für eine Weile unterbrechen. Hallo zusammen. Auch das noch. Ich soll der Bürgermeisterin berichten, wie es vorangeht. Tut mir leid, Herr Brauer, aber hier geht zurzeit gar nichts mehr voran. Keinerlei Fortschritte? Oh, das ist gar nicht gut. Das wird Frau Bürgermeisterin Baugroß gar nicht gerne hören. Kommen Sie einfach in mein Büro. Ich mache uns einen Tee. Die Becher sind 9 cm tief. Gut. Das ist wirklich sehr großzügig. Ich verstehe nicht, warum man so ein Getue macht um eine Ladung kaputter Blumentöpfe. Das sind keine Blumentöpfe, Herr Buggy. Diese Amphore benutzten die Römer für Wasser. Oh, was haben wir denn hier? Aber was sag ich jetzt, Bürgermeisterin Baugroß? Sie denkt, hier läuft alles absolut faszinierend. Wenn ich mich nicht irre, ist das ein Teil eines römischen Hodometers. Komm, sieh dir das an, Bob. Ihr seid auf etwas Hochinteressantes gestoßen. Ein Hodometer. Damit wurden Entfernungen gemessen. Ah, genau wie mein Lasermessgerät. Statt mit Hilfe eines Lasers wurden die Entfernungen mit diesem kleinen Rädchen gemessen. Ha, das hat sich ja ewig gedauert. Ja, sie hatten keine Maschinen, um die Arbeiten schneller zu erledigen. Die Römer benutzten handgemachtes Werkzeug, Flaschenzüge und Kräne. Na, Buggy, du bist nicht gern auf einer Baustelle, wenn du nicht bauen darfst. Ha? Oh, Bob, das ist alles meine Schuld. Und ich kann auch nicht mal helfen bei diesem Archäozeugs. Die benutzen ja winzig kleine Bürstchen und ich bin ein dickes, klobiges Fahrzeug. Mach dir nichts draus, Buggy. Du bist besser dran ohne mich, so wie die Römer. Dicke Fahrzeuge machen dicke Fehler und dann wird man von allen komisch angeguckt. Ohne dicke Fahrzeuge wie dich könnte ich meine Arbeit gar nicht machen. Ist das wahr? Ja. Und diese Menschen hier halten es nicht für einen Fehler. Sie finden das sehr aufregend. Man sieht römische Ruinen nicht jeden Tag, weißt du? Warte! Was ist denn, Bob? Ich habe eine Idee. Buggy, hol schnell das Team! Also, Team, wir wollen nicht herumsitzen und Rädchen drehen. Oh, gut. Mich langweilen langsam meine Bremsbeläge. Alle Leute hier wollen die Ausgrabung sehen. Also bauen wir ihnen eine Besuchergalerie, da kann nichts passieren. Ja, Bob! Und Buggy, wir brauchen auf jeden Fall deine Hilfe, denn der Bau muss schnell fertig werden. Also, können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das! Ich kann's nicht erwarten, endlich das Hodometer zu sehen. Wo ist Herr Brauer? Und was geht hier bitte schön vor sich? Hierher, Frau Bürgermeisterin. Nennen Sie das ein Hochhaus? Natürlich nicht. Wir haben etwas viel Interessanteres. Die Überreste einer römischen Festung. Das müssen Sie sehen. Oh,
Oh, das Hochhausener Fernsehen ist auch da. Es ist aufregend, so viel römische Geschichte unter Hochhausen vorzufinden. Auf Ruinen der Vergangenheit steht das Hochhausen von heute. Wie ich schon immer sagte, man muss tief graben, um nach oben bauen zu können. Schön gesagt, Frau Bürgermeisterin. Hey, das hab ich doch gesagt. Das waren meine Worte. Hast du das gehört? Ich glaub's ja nicht. Klaut einfach meine Worte. Also dann, Team. Heute werden wir den Fahrstuhl im Hochhaus fertig bauen. Wie toll! Bin dabei! Ja, was ist dein Fahrstuhl? Weißt du, Buddel, bei einem so großen Hochhaus wie diesem kann man nicht immer die Treppen nehmen, um hoch und runter zu kommen. Also bauen wir einen kleinen Kasten, den man Fahrstuhl nennt. Man steigt ein, drückt auf einen Knopf und er bringt dich den ganzen Weg bis nach oben. Von da aus kannst du ganz Hochhausen sehen. Wow! Wirklich ganz Hochhausen? Ich will ganz Hochhausen sehen. Darf ich mit dem Fahrstuhl hochfahren? Bitte, 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 bitte. Das geht nicht, Buggy. Du bist ein klitzekleines bisschen zu groß für einen Fahrstuhl. Ja, dein Hinterteil würde raushängen. Oh. Vinci, schick uns bitte den Lastenaufzug runter. Kommt sofort, Bob. Danke, Vinci. Wir fahren jetzt nach oben und fangen an. Könnt ihr drei bitte diese Sachen in den Aufzug laden? Kein Problem, Bob. Können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das! Entschuldigung, ich bin etwas spät dran. Hallo, Bob. Oh, Tag, Bürgermeisterin Baugroß. Hallo, alle zusammen. Hallo, hallo Frau Bürgermeisterin. Hallo, Herr Brauer. Oh, hallo allerseits. Danke, Herr Brauer. Das reicht. Also, Bob, ich würde gern rauf aufs Dach fahren. Ich glaube, das wird ein bisschen schwierig sein. Denn wir haben leider den Fahrstuhl noch nicht eingebaut. Ja, aber wir müssen ganz oben ein Foto von mir machen. Es soll schon morgen in der Hochhausener Zeitung erscheinen. Eine Bürgermeisterin schaut auf ihre Stadt. Wir wollten gerade anfangen, den Fahrstuhl einzubauen. Vielleicht kommen Sie einfach später wieder? Oh. Oder Sie nehmen den Außenfahrstuhl. Nein, ganz sicher nicht. Wir kommen später wieder. Herr Brauer? Oh, warten Sie. Wir könnten um 4 wieder hier sein. Um 4? Ja, 4 hört sich gut an. Dann habe ich noch genug Zeit und kann zum Friseur gehen. Eine Bürgermeisterin muss immer gut aussehen. Also, wenn die Bürgermeisterin um 4 ganz nach oben will, sollten wir besser anfangen. Okay, liebe Leute, Lastenaufzug vollladen. Ich wünschte, ich könnte auch nach oben und ganz Hochhausen sehen. Du hast es gut, Möwi. Du kannst auf das Dach eines Hochhauses fliegen, wann immer du willst. Alles eingeladen. Es kann losgehen, Vinci. Achtung, jetzt kommt die Kahnkraft. Warte mal. Vielleicht kann ich doch auf das Dach vom Hochhaus kommen. Und das ganz ohne normalen Fahrstuhl. Jetzt werden wir den Motor in den Fahrstuhl einbauen. Leo und ich schrauben ihn fest und du, Wendy, sorgst für den Stromanschluss. Okay, Bob. Kommt und lernt uns alle kennen. Als Team sind wir der Hit. Wir haben immer viel zu tun, doch jeder hilft dir mit. Jeder ruft jetzt laut, schlag ein, jeder klatscht im Takt. Wir sind ein Team, 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 Team. Jeder ruft ganz laut, schlag ein. Vinci, kannst du den Lastenaufzug wieder runterlassen? Wir müssen eine extra schwere Ladung zu Bob nach oben bringen. Kommt sofort runter. Eine extra schwere Ladung kommt jetzt nach oben. Was machst du da, Buggy? Ich werde mir ganz Hochhausen ansehen. Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist. Peppo, du musst dir keine Sorgen um mich machen. Ich werde einfach die ganze Zeit hier drin bleiben. Hier kommt eine extra schwere Ladung für ganz oben, Vinci. Jetzt kommt noch mehr. Krankraft.
Ich fahre hoch, ich fahre hoch, ich fahre immer noch hoch. Oh, oh nein, das ist ja höher, als ich dachte. Kannst du was sehen? Da oben? Kannst du ganz Hochhausen sehen? Hallo, Buggy. Ja, alles, Budde. Oh, und wie sieht es dort aus? Ihr seid ganz schön weit unten. Ich glaube nicht, dass es ihm so gut gefällt da oben. Okay, jetzt müssen wir noch die Fahrstuhlkabine anbringen und... Ist das Buggy, der da ruft? Oh nein! Oh nein! Was macht er denn da oben? Es klingt, als ob er das selbst nicht mehr so genau weiß. Oh, oh. Bleib in der Mitte, Buggy! Oh, dann kannst du das Gleichgewicht besser halten! Oh, oh, oh. Vinci! Du musst den Lastenaufzug runterlassen. Buggy ist an Bord. Okay, Bob. Ich lass ihn runter. Oh, oh. Du meine Güte! Oh, oh nein! Oh, oh. Oh nein! Wo fährt er hin? Hallo! Buggy, ist alles okay? Oh nein! Ich balanciere auf dem Gerüst! Aber ich bin nicht gut im Balancieren. Was sollen wir nur tun? Ich habe eine Idee. Vinci, lass den Aufzug runter zu mir. Wendy, wir brauchen unbedingt das Schweißgerät. Ist gut, Bob. Ich hol die Schutzmasken. Okay, und jetzt? Hol mich hoch, Vinci! Wir sind fast da! Halte ihn ruhig! Langsamer werden! Und stopp! Perfekt! Buggy? Bob? Ich möchte, dass du jetzt vorsichtig auf mich zurollst. Ich glaube, ich kann mich nicht bewegen! Doch, das musst du! Ich will dich runterbringen! Es tut mir wirklich leid, Bob! Gleich kommt die Bürgermeisterin zurück und wir sind nicht fertig. Es wird alles gut. Komm schon, beweg dich einfach auf mich zu. Ich kann nicht. Okay, dann komme ich jetzt zu dir rüber. Bob läuft über den Träger. Oh. Nein, Bob, das ist gefährlich. Bleib, wo du bist. Ich komme. Gut, ein Stück weiter und schön langsam. Mach weiter, Buggy. Halt deine Räder gerade. So ist es gut. Sieh nicht nach unten. Du machst das super. Aufzug ruhig halten, Vinci. Gut gemacht. Jetzt zieh deine Bremsen an. Bring uns langsam runter, Vinci. Ist es noch weit bis nach unten, Bob? Nein, Buggy. Gleich sind wir da. Buggy, sag mal, was hast du bloß da oben gewollt? Es tut mir leid, Freunde. Ich wollte einfach nur in einem Fahrstuhl nach oben fahren und ganz Hochhausen sehen. Ich wusste, das war eine schlechte Idee. Wichtig ist, dass es dir gut geht. Aber das war wirklich nicht besonders klug. Okay, okay, das reicht ihr beiden. Also, wenn wir alle zusammenarbeiten, können wir immer noch rechtzeitig fertig werden. Bitte. Alles geschafft. Hallo, alle zusammen. Frau Bürgermeisterin. Meine Haare sitzen und ich bin bereit für mein Foto auf dem Dach des Hochhauses. Sie müssen aber einen Helm tragen, wenn Sie auf das Dach des Hochhauses wollen, Frau Bürgermeisterin. Oh. Genau. Wir müssen jetzt nur noch den Fahrstuhl holen. Und für Sie auch einen, Herr Brauer. Danke, Leo. Oh. Oh. Los geht's bis ganz nach oben. Tja, du hast immerhin ganz Hochhausen gesehen, Buggy. Das stimmt.
Aber von jetzt an wird dieser Bagger mit seinen Rädern auf der Erde bleiben, so wie es sich gehört. Sind Sie bereit für meine Großaufnahme, Herr Brauer? Nein, nein! Gehst du runter? Ob sie sich das hier so vorgestellt hat? Das Foto wird jedenfalls lustig. Geh runter! Sehr schön, bitte lächeln! Kugelfutter oder sowas. Der Auftrag heute wird ein Kinderspiel, eine neue Schranke für den Eingang zum Rathaus und Pflastersteine für die Auffahrt. Also wenn wirklich der ganze Beton hier weg soll, müssen wir den Hochleistungsbohrer an Buggy festmachen. Ja, ich liebe das Kaputtmachen mit dem Da-Da-Da-Da. Es ist ein Bohrer, Buggy, ein Bohrer, obwohl er super kaputt machen kann. Ja. Frau Bürgermeisterin. Ich will, dass alles perfekt aussieht bei der großen Einweihung der Statue. Große Einweihung? Welche Statue, Frau Bürgermeisterin? Eine Statue der erfinderischsten, beliebtesten und überaus klügsten Person in der bisherigen Geschichte von Hochhaus. Sprechen wir über eine Statue von Ihnen, Frau Bürgermeisterin? Ja, das tun wir, Wendy. Woher wusstest du das? Ach, und Bob, wenn sie geliefert wird, möchte ich, dass du sie genau hier aufstellst. Kein Problem. Oh, ich sollte unbedingt noch ein Foto von Ihnen machen und es an den Bildhauer schicken. Sonst wird die Statue nicht rechtzeitig fertig. Oh, verflixt, dieses Ding ist so knifflig. Nun machen Sie schon, Herr Brauer. Wenn ich so lange lächle, wird mein Gesicht noch starr. Ja, sehr schön. So ist es gut. Hoffe ich. Na, wie fühlt sich das an, Buggy? Einfach toll! Du weißt, ich liebe ihn, den Da-Da-Da-Da! Buggy, das Werkzeug heißt Bohrer. Das kannst du dir leicht merken, weil du damit gut durch Beton bohren kannst. Oh ja, das weiß ich doch. Kann ich jetzt anfangen, Bob? Kann ich anfangen? Ich bin so aufgeregt! Ich werde nervös, wenn Buggy so aufgedreht ist. Er ist jedes Mal aufgedreht, wenn er mit dem Bohrer arbeitet. Was ist der Bohrer? Der Da-Da-Da-Da. Nein, der Da-Da-Da-Da ist der Da-Da-Da-Da. Nein, das ist nur das Geräusch, das er macht. Er macht ein Geräusch. Der Da-Da-Da-Da, ich meine der Bohrer, hör mal. Sei einfach nicht zu aufgedreht, bitte. Also, Buggy, du musst bis zur Schnur hier bohren, sonst kann das Regenwasser nicht richtig abfließen. Verstanden? Ja, verstanden, Bob. Kann ich jetzt anfangen? Ich will was kaputt machen! Ich meine, vorsichtig kaputt machen, natürlich. Darf ich? Bitte, 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 bitte! Okay, Buggy, aber zuerst musst du mir eine Frage beantworten. Welche denn, Bob? Können wir das schaffen? Yo, wir schaffen das! Kommt und lernt uns alle kennen, als Team sind wir der Hit. Wir haben immer viel zu tun, doch jeder hilft dir mit. Jeder ruft jetzt laut, schlag ein, jeder klatscht im Takt. Die besten Freunde helfen gern, wir geben, was wir können. Wir sind ein Team, 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 Team. Jeder ruft ganz laut, schlag ein. Schön langsam, Buggy. Wir müssen nicht bis zur Mitte der Erde graben. Ist das tief? Oh! Pass auf, Buggy. Ich meine nur... Sei vorsichtig mit dem Da-Da-Da-Da! Oh, ist ja gut. Du musst nicht so schreien. Das macht so viel Spaß! Tja, sie geht, Bob. Sie geht nur nicht so, wie es sein müsste. Ich seh mal nach. Nein, nein. Ich glaube, ich weiß, wo das Problem liegt. Ich drück diesen Knopf, schalte den Strom ein. Neuer Versuch und los geht's! Sieht gut aus. Tja, siehst du, manchmal geht es ganz schnell. Das ist vielleicht ein bisschen zu schnell. Ich glaube, das Ganze sollte ich doch lieber dir überlassen. Wuhu, das macht Spaß! Ich liebe meine Arbeit! Hey, Buggy, schalte lieber ein bisschen herunter. Ich kann dich nicht verstehen, Buddel. Ich hab den Da-Da-Da-Da an. Solltest du nicht den Schutt wegräumen?
Gut. Jetzt kann ich endlich arbeiten und keiner stört mich dabei. Ich hab die Wasserleitung erwischt. Wie kommst du voran, Buddy? Es klappt alles prima, Bob. Ich ruhe mich nur etwas aus. Das Bohren ist ganz schön anstrengend. Aber ich finde, du machst das wirklich super. Hey, hast du das gehört? Keine Sorge, Bob. Es ist wahrscheinlich nur mein Auspuff. Hier ist nichts zu sehen. Weißt du was? Als Belohnung dafür, dass du so hart arbeitest, darfst du als Erster die neue Schranke ausprobieren. Wirklich, Bob? Das wäre super. Nein, Bob, lieber nicht. Ich habe noch so viel zu tun. Also wir sind ziemlich gut in der Zeit, Buggy. Komm schon, jeder verdient eine kleine Verschnaufpause, auch du. Mir fällt gerade ein, ich muss noch dringend etwas erledigen. Es ist, mach weiter, wir sehen uns später. Mein Auspuff blubbert schon wieder. Hat Wendy nicht gerade nach dir gerufen? Ich habe nichts gehört. Ich bin mir aber ganz sicher. Möwi, ich habe auf niemanden gehört und jetzt ist ein Loch in der Wasserleitung und ich weiß nicht, was ich tun soll. Oh nein, Buddel kommt. Ich habe eine Idee. Vielleicht kann Buddel mir helfen, warum nicht? Soll ich noch irgendwas wegbringen? Nein, im Moment nicht, Buddel. Wie wär's mit einer kleinen Pause? Dann kannst du dich etwas ausruhen. Mir geht's gut. Nein, du siehst müde aus. Jeder verdient ab und zu eine kleine Pause. Und weißt du, wo der richtige Platz ist, um 5 Minuten Pause zu machen? Genau hier. Es war wirklich ein anstrengender Morgen. Ja, und wir sind sehr gut in der Zeit. Okay, Buggy. Es kann losgehen. Okay, Wendy. Bürgermeister Buggy fährt nun durch. Das war so cool. Darf ich noch mal durchfahren? Klar darfst du das. Aber vorher sollten noch die anderen an die Reihe kommen. Hey, Buddel! Willst du auch mal probieren, durch die neue elektrische Schranke zu fahren? Oh ja, bitte, Bob. Warte, Buddel. Wenn du hier bist, wer ist dann... Wer ist dann was, Buggy? Ach, nichts. Nicht so wichtig. Wir sehen uns später. Achtung! Buggy kommt! Das ist ein Notfall! Alle aus dem Weg! Oh nein, was ist passiert? Oh, Buggy, was hast du nur gemacht? Oh je, was habe ich nur gemacht? Sieht ja schlimm aus. Was sollen wir jetzt tun, Bob? Mit dem Leck? Oder den Pflastersteinen. Tja, eines ist sicher. Wir werden mit der Auffahrt niemals rechtzeitig zur großen Einweihung fertig sein. Es tut mir so leid, Bob. Das ist alles meine Schuld. Ich hätte dir von dem Leck erzählen sollen. Ja, das hättest du tun sollen. Aber keine Sorge, Buggy. Uns fällt schon etwas ein. Aber die Pflastersteine sind zerbrochen. Sie sehen aus wie Puzzleteile. Du hast recht, wie Puzzleteile. Hey, Buggy, das bringt mich auf eine Idee. Wollen wir nach Hause fahren und ein Puzzle machen? Nein, Buddel. Wir verlegen die Steine nur anders, als wir es sonst tun. Das wird spitze aussehen. Also, Team, auf geht's! Ruhe bitte allerseits. Wir wollen jetzt die Statue enthüllen, mit der wir dem wichtigsten Menschen dieser Stadt danken wollen.
Fertig, Bob? Fertig. Es geht los, Heppo. Was ist das? Oh, du meine Güte. Ich muss das falsche Foto verschickt haben. Das scheine ich zu sein. In meinem letzten Urlaub, ja. Oh-oh. Na, wenigstens Möwi gefällt die Statue. Das werden Ihre letzten Ferien für sehr lange Zeit gewesen sein, Herr Brauer. Herzlichen Glückwunsch, Charlie. Ich kann's einfach nicht glauben. Wie alt? Na ja, Papa, du wirst ja nicht jünger. Hm, sehr freundlich. Komm schon, wir müssen jetzt los. Ich bin am Verhungern. Ein Mittagessen bei Fritti, dem Koch. Das nenne ich eine super Geburtstagsüberraschung. Also, Pop, du siehst nach meiner Autowerkstatt, bis wir zurück sind, ja? Und du weißt auch ganz sicher, wie hier alles funktioniert. Kein Problem, Charlie. Sei ganz entspannt. Ich bin entspannt. Naja, fast. Du kennst ja meinen berühmten Spruch. In Charlies Werkstatt steht immer der Service an erster Stelle. Das hast du gut drauf, Bob. Wenn man etwas oft gesagt kriegt, dann behält man es auch. Worauf wartest du noch, Alfred? Na los! Feier schön, Charlie. Sie sind losgefahren, Wendy. Jetzt beginnt Teil 2 unseres Geheimplans. Also, Team, dies ist der Geheimplan. Während Leo Charlie ablenkt, arbeiten wir hier an einer großen Geburtstagsüberraschung für ihn. Oh, wow. Es ist bestimmt ein Haufen Kies. Ich liebe Kies über alles. Sag schon, Bob. Nein, Buddel. Ein Haufen Kies ist es nicht. Charlies Werkstatt bekommt ein komplett neues Aussehen. Ich liebe Autowerkstätten. Wenn ich nicht so viel bauen würde, wäre ich bestimmt ein super Mechaniker. Herr Heppo, mir scheint, Ihre Bremsen müssten dringend mal wieder geölt werden. Heute brauche ich dich aber, um hier zu helfen, Buggy. Wir bauen nämlich ein neues Dach, bringen ein neues Schild an. Aber das Beste daran ist, wir bauen eine neue Hebebühne für die Fahrzeuge. Was ist eine Hebebühne für Fahrzeuge? Na ja, Buddel, das ist eine... Schon gut, Heppo. Ich erklär's euch. Eine Hebebühne ist eine Art Aufzug, der die Fahrzeuge anhebt, damit man sie von unten anschauen kann. Dann sieht man gleich, was kaputt ist. Richtig, Bob? Ja, ganz genau. Jetzt haben wir viel zu tun in sehr kurzer Zeit. Können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das! Kommt und lernt uns alle kennen. Als Team sind wir der Hit. Wir sind ein Team, 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 Team. Jeder ruft ganz laut, schlag ein. Vielleicht wäre es besser, nur schnell ein Brötchen da im Café zu essen. Das ist nicht dein Ernst. Ich bin immer etwas unruhig, wenn mich irgendjemand vertritt. Oh, Papa, komm schon. Das ist doch nicht irgendjemand. Das ist Bob. Du hast doch heute Geburtstag. Wir essen gleich im super tollsten Restaurant von Hochhausen. Na los, entspann dich. Genieß es. Aufzug fährt nach oben. Ich bin entspannt. Langsam. Sachte. Sehr gut, Heppo. Ein bisschen mehr nach rechts und jetzt ganz gerade runter. Perfekt. Gute Arbeit. Oh, was für ein super riesiges Werkzeug. Wir Mechaniker kennen uns mit sowas aus. Ich könnte problemlos ein Auto reparieren mit Hilfe so eines Teils. Was erzählt Buggy denn da? Ich verstehe gar nichts. Ich glaube, er versteht es selbst nicht. So, die letzte Dachplatte ist auch eingebaut. Jetzt müssen wir nur noch das neue Leuchtschild aufhängen und das Gerüst entfernen. Sieht aus, als wenn Charlies Überraschung rechtzeitig fertig wird, falls nichts dazwischen kommt. Hallo? Kann mir jemand behilflich sein? Ich glaube, ich habe hier ein kleines Problem. Was soll ich heute für euch kochen? Was geht am schnellsten, Fritti? Am schnellsten? Oh, das Minutensteak, das dauert eine Minute. Das hätte ich gern. Was nimmst du, mein Sohn? Jetzt lass den armen Mann nicht warten. Wir müssen auch möglichst schnell wieder zurück. Aus was sind Spinatnudeln gemacht? Aus Spinat und Nudeln. Ah, okay. Hört sich gut an. Und, Schinken-Pilze-Pizza. Was ist das? Das ist eine Pizza mit Schinken und Pilzen drauf. Was sonst? Und das hier, Burger und Pommes.
Ist das... Pommes und ein Burger. Lecker. Ich glaube, ich nehme das alles. Wie alles? Jetzt? Ich habe einen Bärenhunger. Okay, Herr Brauer. Ich glaube, der Reifendruck stimmt bei allen Reifen. Ja, aber der hier könnte vielleicht etwas mehr vertragen. Was sagst du, Philipp? Sehr richtig, Herr Brauer. Okay, na gut. Noch ein kleines bisschen. Noch etwas mehr? Noch etwas mehr? Halt! Nein, das war jetzt zu viel. Bob, da stehen jetzt noch mehr Fahrzeuge an. Hallo, Bob! Hallo, Betty. Ich bin gleich bei euch. Wir müssen noch das Leuchtschild aufhängen. Ich weiß, aber in dieser Werkstatt steht der Service immer an erster Stelle. Wir könnten die Luft ganz rauslassen und noch mal von vorn anfangen. Hallo? Leo, wir brauchen mehr Zeit. Du musst mit deinem Vater noch etwas länger wegbleiben. Alles klar. So, meine Herren, darf's noch ein Nachtisch sein? Danke, nein, Fritti. Dazu sind wir viel zu satt. Besonders einer von uns. Eigentlich hätte ich noch Platz für je einen von allen. Von jedem einen? Oh, er hat wohl lange nichts gegessen. Oh. Hier, was sagst du dazu, Bob? Dieser Blinker, blinkt er nicht viel zu oft und viel zu schnell? Also für mich sieht er ganz in Ordnung aus. Oh, vielleicht blinkt er auch viel zu langsam, könnte das nicht sein? Wir könnten uns ja den anderen Blinker ansehen und sie dann vergleichen. Und? Wie geht's dir, Betty? Ach, Buggy, mir ging's schon mal besser. Ich hab dieses seltsame Rasseln, hör dir das an. Oh! Klingt ja echt rasselig. Machst du dich über mich lustig? Nein, aber da müsste dringend jemand nachsehen. Leider ist Charlie nicht hier und Bob hat viel zu tun, wie du siehst. Du redest, als hättest du Ahnung von solchen Dingen. Allerdings, das habe ich. Vielen Dank auch. Am besten, du folgst mir. Lasst uns durch, lasst uns durch. Dieser Bus braucht sofort die Hilfe eines Mechanikers. Fahr hier rauf, Betty. Buggy, was hast du schon wieder vor? Mach dir keine Sorgen, Buddel. Oh, ich mache mir immer Sorgen, wenn er das so sagt. Ich finde, du solltest die Hebebühne nicht starten, bis Bob geprüft hat, ob alles funktioniert. Und rauf geht's. Hopp, hopp, hopp. Ja, das reicht. Wo ist die Stopptaste? Buggy? Wo ist die Stopptaste? Buggy! Wo ist die Stopptaste? Oh nein! Betty! Betty, ist alles okay? Mir geht's gut, Bob. Ich habe nur ein paar Kratzer auf meinem Lack. Aber dein neues Werkstattdach sieht gar nicht gut aus. Oh, ich hätte Betty da nicht hochfahren dürfen. Jetzt ist sie kaputt und das neue Dach auch. Ich bin kein Supermechaniker. Tut mir leid, Bob. Es wird alles gut, Buggy. Das mit dem Dach kriege ich wieder hin und die Sache mit Bettys Lack auch. Die Aussicht von hier oben ist unglaublich. Ich kann die ganze Strecke bis Hochhausen sehen. Huch, da fahren Charlie und Leo gerade die Straße lang. Oh nein! Wir haben die Werkstatt noch nicht fertig, Bob. Wie können wir Charlie und Leo auf ihrem Rückweg aufhalten? Jetzt habe ich auch noch Charlies Geburtstagsüberraschung verdorben. Vielleicht muss ich mal zu einem Mechaniker. Das ist es. Das ist genial, Buggy. Du bringst mich da auf eine Idee. Hallo, Bob. Wir sind auf dem Weg zurück. Ich konnte nichts mehr essen. Pass auf, Leo. Wir brauchen noch etwas Zeit, um die Werkstatt fertig zu kriegen. Ich habe Buggy zu euch losgeschickt. Er braucht dringend Hilfe von einem Mechaniker. Oh, alles klar, Bob. Verstanden. Bis gleich. Oh, bitte fahr nicht so schnell, Alfred. Unsinn. Fahr so schnell, wie du kannst. Buggy, was ist los? Oh, mir geht's gar nicht gut. Oh, dann sind wir schon zu zweit. Na, Buggy, wo ist das Problem? Ich hab so ein merkwürdiges Rasseln. Also, ich kann nichts hören. Doch, du musst ganz genau hinhören. Wirklich ganz genau. Wirklich, wirklich ganz genau. Rasseln. Oh, jetzt hab ich's gehört. Ja, da ist eindeutig ein Rasseln zu hören.
alles fertig. Die Hebebühne, das Dach und das Schild. Jetzt kann unser Geburtstagskind kommen. Noch nicht. Ich habe nämlich noch eine weitere Überraschung für Charlie. Dann musst du dich ein bisschen beeilen. Schnell, sie kommen! Herzlichen Glückwunsch, Charlie! Wahnsinn! Meine Werkstatt! Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das war ganz allein Leos Idee. Und den habe ich für euch beide gebacken. Der ist aber sehr toll. Dankeschön, Wendy. Vielen Dank an euch alle. Und Leo, diese wunderbare Geburtstagsüberraschung werde ich dir nie vergessen. Also, wie er aussieht, biete ihm besser keinen Kuchen an. Freundliche kleine Kerlchen, was? Hey, Jungs. Hallo, Fischlis. Hallo, Fisch. Hallo, Fischlis. Schön, dass ihr da seid. Wartet nur, bis der neueste Bewohner des Meereszentrums hier eintrifft. Oh, ist es ein Seepferdchen, Tina? Oder ein Buckelwal? Oder vielleicht eine Riesenkrake? Nein, es ist ein weiblicher Tigerhai. Heißt das, sie ist halb Tiger und halb Hai? Nein, Buddel. Ein Tigerhai hat ein Streifenmuster auf seiner Haut. Fast wie ein Tiger. Deshalb heißt er so. Die Streifen helfen ihm, sich zu tarnen, damit er von größeren Fischen nicht entdeckt wird, wenn er noch klein ist. Werden wir noch hier sein, wenn der Hai ankommt? Du brauchst keine Angst vor dem Hai zu haben, Leo. Wer hat gesagt, dass ich Angst habe? Hilft es dir, wenn ich dir sage, dass der Tigerhai noch ein Baby ist? Ich wollte immer ein Hundebaby zum Spielen haben. Ein junger Hai ist natürlich kein Haustier. Aber eins hat er mit einem Hundewelpen gemeinsam. Beide essen Fleisch. Der Hai bekommt ein schönes, großes Aquarium von uns, in dem er schwimmen kann. Und wir müssen es fertig haben, bevor er kommt und die Fütterungszeit heute Abend beginnt. Das Aquariumbecken muss aussehen wie das Meer, damit er sich wie zu Hause fühlt. Also, Team, können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das! Kommt und lernt uns alle kennen. Als Team sind wir der Hit. Wir haben immer viel zu tun, doch jeder hilft dir mit. Jeder ruft jetzt laut, schlag ein, jeder klatscht im Takt. Die besten Freunde helfen gern, wir geben, was wir können. Wir sind ein Team, 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 Team. Jeder ruft ganz laut, schlag ein. Das Haiweibchen ist im Hafen von Hochhausen angekommen. Könnt ihr sie dort abholen? Aber klar doch. Ich muss nur die richtigen Fahrzeuge dafür auswählen. Nimm mich, Bob. Ich helfe dir mit dem Baby. Nimm mich. Peppo, wir brauchen dich, wenn wir den Hai hochheben. Oh, das ist aufregend. Und Buddel, du kannst sie in einem Becken in deiner Ladefläche transportieren. Ich kann's nicht abwarten. Das ist wirklich der allerbeste Tag meines Lebens. Darf ich auch mit, Bob? Bitte. Tja, wenn du hier mit deiner Arbeit fertig bist. Ja. Fertig! Also gut, fahr schon los. Ja! Aber mach keinen Unsinn, versprochen? Versprochen! Ich freue mich schon auf das neue Haustier. Es ist kein Haustier. Sehr gut, Heppo. Zieh sie schön langsam nach oben. Wie soll sie denn heißen? Wie wär's mit Kapitänin Blob? Oder Prinzessin Spitznase? Fräulein Flinkeflosse. Wow! Sie ist so streifig. Perfekt. Hallo, Streifi. Ich bin Buggy, dein neuer bester Freund. Wir werden so viel Spaß zusammen haben. Ich zeig dir den Park. Wir spielen Ball. Okay, ihr zwei. Heppo und ich müssen zurück, um Bob zu helfen. Könnt ihr auf den Hai aufpassen? Und denkt dran, schön langsam und vorsichtig mit ihm zum Meereszentrum zurückfahren. Dann ist nämlich Fütterungszeit. Alles klar. Kein Problem, Tina. Hast du gehört, Buddel? Tina möchte, dass wir Streifi ihr neues Zuhause zeigen. Ich dachte, sie hätte gesagt, wir sollen sie direkt zum Meereszentrum bringen. Aber Tina hat auch gesagt, dass wir auf Streifi aufpassen sollen. Und ein Haustier sollte immer ausreichend Auslauf bekommen. Komm schon, los geht's. Also na gut. Und das ist Bobs Werkstatt, wo wir wohnen. Und guck mal, das ist Bobs Katze. Sie hat auch Streifen. Sag Hallo, Kuschel! Und denken Sie an meinen Yogakurs. Und das ist Bürgermeisterin Baugroß. Sie leitet unsere Stadt.
Was gucken Sie denn so, Herr Brauer? Herr Brauer? Hi! Ist alles in Ordnung mit Ihnen? Brauchen Sie eine Tasse Tee? Danke, Heppo. Oh, Leo, kannst du bitte die Bohrmaschine holen? Ich habe sie drin liegen lassen. Da drinnen sind hoffentlich keine Haie, oder? Nicht, dass ich wüsste. Keine Angst, Leo. Das ist nur ein Stofftier. Siehst du? Oh. Glaub mir, es gibt wirklich keinen Grund für dich, Angst zu haben. Ich verspreche dir, du wirst den Tigerhai lieben, wenn er erst hier ist. Ich frage mich, wo er nur bleibt. Hey, da ist Sophie! Oh, wow! Tim, guck dir das mal an! Wie cool ist das? Aha, das ist unser Haustierhai. Abgefahren! Echt, super! Kann er irgendwelche Tricks? Was für Tricks? So wie das hier. Komm, Oskar, gib Pfötchen. Gib laut. Oh. Und jetzt eine Rolle. Gut gemacht. Streifi, gib Flösschen. Oh, ihr fehlt nur ein bisschen Übung. Streifi, sprich. Vielleicht ist sie nur schüchtern. Streifi, mach eine Rolle. Oh, ich weiß was. Streifi, schwimm jetzt im Kreis. Sehr gut, braves Mädchen. Schlaues Fischlein. Nicht schlecht, aber kann sie auch einen Ball holen? Ja, sie ist toll im Ball holen. Guck. Streifi, hol! Psst, Buddel, hilf mir! Ich? Oh, hab verstanden! Gut gemacht! Das war lustig! Nochmal! Hol! Oh, oh! Oh! Oh nein! Oh, ich steck fest. Alles fertig. Sobald wir das Wasser hineingefüllt haben, können wir den Hai ins Aquarium setzen. Er müsste eigentlich längst hier sein. Leo, du nimmst Heppo und siehst nach, wo die anderen bleiben. Warum denn ausgerechnet ich? Der Hai ist jetzt bestimmt sehr hungrig. Nein, es ist schon spät. Wir müssen Streifi zum Iriszentrum bringen. Es ist Fütterungszeit. Komm schon, Buddel. Ich versuch's ja. Versuch's noch mehr. War vielleicht keine gute Idee, mit Streifi durch die Stadt zu fahren. Buggy. Heppo, Leo, schnell, wir brauchen eure Hilfe. Oh, ich höre schon, wie ihr Magen knurrt. Das ist nur mein Motor. Du musst keine Angst vor Streifi haben, Leo. Guck. Ah, sie ist so süß. Und hungrig. Wir müssen Buddel befreien und Streifi schnell zum Meereszentrum bringen. Heppo, runter mit dem Haken. Leo, mach ihn an Buddels Schaufel fest. Streifi... Schwimm weiter im Kreis. Gut so. Also, Team, können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das! We'll be right back.
Ach, na endlich. Wo seid ihr gewesen? Wir, haben ihr die Stadt gezeigt. Es tut mir leid, Tina. Wir hätten sie direkt herbringen sollen. Darf ich vorstellen? Das ist Streifi. Oh, ist sie nicht klasse? Okay, Team. Dann wollen wir Streifi mal ins Becken lassen. Und hoch mit ihr. Sehr gut, Heppo. Schön langsam. Das im Kreis schwimmen hat sie von mir. Und jetzt muss sie nur noch lernen, Bob die Hausschuhe zu bringen. Die hole ich mir lieber selbst. Bob, das ist aber nicht der Weg zum Meereszentrum, oder? Nein, Heppo, aber ich muss zuerst im Zoo noch etwas überprüfen. Oh, den Zoo finde ich toll. Was ist das da oben auf dem Dach, Bob? Das ist eine Solaranlage, Heppo. Sie verwandelt Sonnenlicht in elektrischen Strom. Oh. Alles in Ordnung, Frau Bürgermeisterin? Perfekt, Bob. Danke, dass du die Solaranlage hier angebracht hast. Sie versorgt meinen Computer mit Strom. Und an einem richtig sonnigen Tag bringt sie auch mein Teewasser zum Kochen. Dankeschön, Jenny. Wir müssen umdenken. Wir brauchen mehr erneuerbare Energie in ganz Hochhausen. Oh ja. Das ist unsere Zukunft. Ein feuerbares Genie? Was ist das? Erneuerbare Energiebuddel. Da wird Strom aus Sachen gewonnen, die niemals aufgebraucht sind. Wie Sonnenlicht. Oh. Und beim Meereszentrum entsteht heute eine weitere Anlage, die erneuerbare Energien nutzt. Ein Windpark. Seit wann wächst Wind in einem Park? Das ist kein normaler Park mit Blumen und Bäumen. Sieh mal. Es geht um Windräder. Der Wind treibt sie an und so entsteht Strom aus der Kraft des Windes. Das ist unglaublich. Ich freue mich, wenn sich die Räder drehen, Bob. Dann fangen wir besser gleich an. Der Windpark baut sich nicht von allein. Oh, Bob, ich habe noch einen ganzen Haufen anderer Pläne für erneuerbare Energie. Hervorragend, Herr Brauer. Lassen Sie uns darüber sprechen, sobald wir am Meereszentrum fertig sind. Wie kommt ihr voran, Wendy? Soweit, so gut, Bob. Laut Plan kann die Bürgermeisterin den großen Schalter heute Abend umlegen. Klasse! Hallo, Buddel. Sieh mal, wie viel ich heute gegraben habe. Oh, was kommt denn da rein? Das hier sind die Fundamente für die Windräder. Sie müssen sehr stabil sein. Wir bauen insgesamt 6 Stück. Je 3 nebeneinander. Ich bin so gespannt auf die großen Drehdinger. Die drehen sich rum und rum und rum und rum. Also, Team. Die Windräder sollen sich bis heute Abend drehen. Können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das! Kommt und lernt uns alle kennen. Als Team sind wir der Hit. Wir haben immer viel zu tun. Doch jeder hilft dir mit. Jeder ruft jetzt laut, schlag ein. Jeder klatscht im Takt. Die besten Freunde helfen gern. Wir geben, was wir können. Wir sind ein Team, 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 Team. Jeder ruft ganz laut, schlag ein. Danke, Heppo. Also, Leo, wir zwei kümmern uns jetzt um die Kabelanschlüsse am Meereszentrum. Geht klar, Wendy. Bob? Bob, wir müssen über neue Pläne zu den erneuerbaren Energien sprechen. Oh. Denn es ist wichtig, dass wir vorausdenken. Hochhausen wird von Tag zu Tag größer. Und wir brauchen mehr Energie für Lampen, Waschmaschinen und Toaster. Vielleicht sollten wir heute erstmal die... Du hast recht. Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Das sehe ich ganz genauso. Ich wollte nur sagen... Ich wollte dir nicht nur von den Plänen erzählen, ich wollte sie dir zeigen. Okay, aber ich kann nicht lange von hier wegbleiben. Also machen wir es kurz. Übernimmst du, Buggy? Kein Problem, Bob.
Also, ich frag mich... Was ist, Buggy? Wie wäre es, wenn wir die Fundamente näher zusammenrücken würden? Dann könnte man später noch mehr Winddrehdinger an genau dieser Stelle aufbauen. Wäre das nicht super? Oh, ich glaube, das ist keine gute Idee. Davon hat Bob nichts gesagt. Ja, schon, aber was ist, wenn das Meereszentrum zum Beispiel ein neues riesiges Blauwalbecken braucht? Dann braucht man auch viel Strom für Licht und klares Wasser und, ich weiß nicht, Toast? Toast? Vielleicht kein Toast, aber seht mal, hier wäre doch für mindestens 10 von den Drehdingern Platz. Naja. Und vergesst nicht, was hat Herr Brauer gesagt? Wir müssen vorausdenken. Weißt du auch ganz, ganz sicher, was du da tust, Buggy? Das steht nicht auf dem Plan. Natürlich! Bob wird uns dankbar dafür sein. Wendy und ich haben die Kabel fast alle angeschlossen und sind die Fundamente näher beisammen? Klar, wie Herr Brauer gesagt hat, wir müssen vorausdenken. Oh, Herr Brauer wollte das so? Ja, genau, das will er. Er ist mit Bob unterwegs, aber wir brauchen Hilfe beim Aufbauen der Windräder, Leo. Okay. Gut so, Heppo. Runter. Ja, und jetzt kommt das Propellerdings obendrauf. Okay, Heppo. Ganz vorsichtig. Perfekt. Der nächste. Und hier im Hafen können wir die Wasserkraft nutzen, um den Leuchtturm zu beleuchten. Unglaublich. Ja, Herr Brauer, und aber... am Ende der Seebrücke noch mehr Windkraft, damit die Cafés Strom haben. Das ist sehr interessant, aber... Und natürlich haben wir noch größere Pläne für Hochhausen selbst. Es ist nur so... Statt einwärts, Philipp. Wie Sie wünschen, Herr Brauer. Herr Brauer. Bob? Diese Pläne sind toll, aber... Aber? Aber vielleicht sollten wir uns erst in Ruhe um den Windpark am Meereszentrum kümmern. Oh, ja, ich nehme an, du hast recht. Wir halten uns besser an den Plan. Philipp, zurück zum Meereszentrum, bitte. Selbstverständlich. Ganz langsam, Heppo. So, die erste Reihe wäre fertig. Und jetzt die nächste Reihe, oder? Nein, nein, wir schalten die Reihe zuerst mal an. Ich will Bob damit überraschen. Kannst du die Bremsen lösen? Okay, mal sehen, ob's funktioniert. Das sieht aber komisch aus. Oh nein! Bob, sieh nur, wir haben vorausgedacht. Warte einen Moment. Die stehen zu dicht nebeneinander. Oh. Oh, oh. Oh je, meine hübschen neuen Windräder. Ich glaube, ich sollte die Bürgermeisterin über dieses Missgeschick informieren. Oh nein, jetzt sind die Drehdinger hin. Buggy. Oh, Bob. Ich wollte, dass in Zukunft noch mehr Winddrehdinger hier Platz haben. Darum habe ich Heppo gebeten, die Fundamente dichter zusammenzuschieben. Das war echt keine gute Idee. Du hättest dich an den Plan halten sollen, Buggy. Ich wollte einfach, weißt du, vorausdenken, weil Herr Brauer gesagt hat, dass wir das sollen. Es tut mir so, so leid, Bob. Also gut. Das Problem ist, dass wir jetzt nur noch 3 heile Windräder übrig haben. Die erzeugen nicht genug Strom für das Meereszentrum. Und die Bürgermeisterin möchte die Windanlage heute Abend einschalten. Wir brauchen einen neuen Plan, Bob. Wenn wir bloß irgendwie Strom von der Sonne kriegen könnten, anstatt nur von diesen Winddrehdingern. Du meinst mit einer Solaranlage, Buggy? Oh ja, genau wie im Zoo. Das ist klasse. Ihr bringt mich da auf eine Idee. Aber wir müssen uns beeilen. Auf geht's, Team! Ich glaube, wir brauchen etwa nur die Hälfte der Erde, um die Gräben wieder aufzufüllen. Willst du nicht nachsehen, damit wir sicher sind? Gute Idee, Buggy. Vielleicht brauchen wir ein bisschen mehr als die Hälfte. Danke, Buggy. Gut aufgepasst. Schön, schön, schön. Ich
Ich habe gehört, es gäbe ein Problem, aber alles sieht gut aus. Herr Brauer, warum erschrecken Sie mich so? Bob macht seine Arbeit immer sehr gut. Oh ja, ich habe niemals an ihm gezweifelt. Sie kommen genau rechtzeitig, um alles einzuschalten. Danke, Bob. Volle Kraft voraus. Juhu! Die Drehdinger drehen sich! Schneller, schneller! Und seht euch die leuchtende Solaranlage an. Wundervoll. Und ihr habt Platz gespart für noch viele weitere Windräder. Also, das war eigentlich Buggys Idee. Das ist perfekt. Wer weiß, vielleicht bauen wir bald ein großes Blauwalbecken. Oh. Aber das Beste ist, ihr habt Wind- und Sonnenenergie gemeinsam genutzt. Eine schöne Idee. Ihr habt einen Windsolarpark geschaffen. Oh, oh, da kommt mir eine Idee. Wie wär's denn mit Blumenstrom? Das hier ist kein Park mit Blumen und Bäumenbuddel. Weißt du nicht mehr? Und wie wär's mit Baumstrom? Oder Blätter. Wir nutzen Blätterstrom.